Also war das ein illegales Autorennen? Dann werden Sie wegen bewusster Fahrlässigkeit angeklagt. Nicht nur wegen Unfall mit Fahrerflucht. Wir denn da? Müssen wir neue backen, ne? Ja. Guck mal da, da kommt der Braune. Hey, Brauner. Da ist der Ball. Willst du mal kurz kommen? Wie bitte? Hast du einen Moment bitte? Danke, Karin. Ich melde mich, wenn wir herbeilig sind. Außerwaldung hat uns reingelassen. Der Notarzt ist gerade weg. Ehemann haben wir noch nicht erreicht und Spusi warten wir noch. Schädelfraktur, meint der Notarzt. Drei Schläge nimmt er an. Von der Tatwaffe haben wir noch keine Spur. Die Frau da draußen, das ist die Gärtnerin. Wird gleich entdeckt. Mein Kollege hat noch mal ein paar Fragen an Sie. Guten Tag. Jetzt ist mein Name.
Kripo Eriksdorf. Was können Sie uns noch erzählen? Wir sind jetzt seit 5 Tagen hier. Wir machen immer so gegen 16, 16.30 Schluss. Und heute? Ziemlich genau um 16 Uhr. In der Gärtnerei habe ich dann gemerkt, dass ich meine Heckenschere vergessen hatte. Und die wollten Sie nicht erst morgen abholen? Ich brauchte die ja nicht mehr. Ich habe versucht, Ihren Mann anzurufen, aber der ist nicht rangegangen. Darum kümmern wir uns. War er heute hier? Ja. Also irgendwann heute Nachmittag, da hat er auf der Terrasse telefoniert, das habe ich gesehen. Gab es Streit? Zwischen den beiden? Nein, die sind doch das absolute Traumpaar. Wie kommen Sie darauf? Ich habe Ärger Gummis. Das können Sie in jeder Friseurzeitschrift lesen. Das ist die Berger Kommis? Ja. Habe ich das nicht gesagt? Nein. Nur Berger. Das ist das Ferienhaus von den beiden. Sie sind jetzt seit einer Woche hier auf Usedom. Gut. Danke. Ja, ich mache hier auch erstmal den Bauch. Ja. Sie ist es. Die Sandra Berger Kommis. Ist okay. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen für heute und auch gleich für die nächsten 8 Tage. Durch die nächste Woche führt Sie unsere Kollegin Petra Senftenberg. Danke für Ihr Interesse an Investigate. Tschüss. Frau Hausmann? Ich habe versucht, Sie anzurufen. Herr Gommis, bitte bleiben Sie. Herr Gommis, bitte bleiben Sie. Rainer! Herr Gommis, Herr Gommis, hier. So, Sie waren circa 3 Stunden einkaufen. Weinhandlung in Albeck. Fischladen in Heringsdorf. Markt in Zinnowitz. Wer weiß alles, dass Sie diese Woche auf Usedom sind? Die ganze Redaktion in Hamburg. Die Gärtner. Unser Galerist. Auf den ersten Blick gibt es keine Einbruchsspuren. Hat noch jemand außer der Hausverwaltung einen Schlüssel? Ihre Frau hat den Täter wahrscheinlich reingelassen. Im Bademantel? Deswegen frage ich Sie, wer könnte das sein, den Ihre Frau so empfängt? Haben Sie in den letzten Tagen Leute gesehen, die hier nicht hingehören? Niemand außer die Gärtner und Schwenkers. Wer ist das? Unser Galerist. Es ging um ein Objekt. Wer geht Ihnen durch den Kopf? An wen denken Sie? Haben Sie einen Verdacht?
Wir können das Gespräch auch morgen fortsetzen, wenn es Ihnen zu viel wird. Packen Sie sich bitte ein paar Sachen ein. Sie können heute Nacht hier nicht schlafen. Die Spurensicherung... Hier reicht ja einfach nicht. Ja, die kommen bestimmt gleich. Haben Sie Freunde hier? Das ist in Ordnung. Ich brauche nur ein paar Sachen von oben. Frau Norgard und Herr Brendel begleiten Sie. Und es wäre hilfreich, wenn Sie die Sachen ausziehen, die Sie tragen. Das ist Routine. Frieda, das kann doch nicht wahr sein. Damit, dass es unglaublich schwer ist, überhaupt jemanden bei Ihnen in der Abteilung zu erreichen. Danke. Danke. So, Spurensicherung kommt erst morgen. Da ist jeder zweite krank oder im Homeoffice und der Rest hat Feierabend. Okay. Herr Gubers hat ein Zimmer im Atlantik bekommen, Strandpromenade. Sollte jetzt aber nicht Auto fahren. Und ich kann ihn auch hinfahren, wenn du lieber nach Hause zuerst bleibst. Wir behandeln ihn wie jeden anderen Angehörigen oder möglicherweise Verdächtigen. Vergiss den Promi-Status. Ich fahre ihn. Ja, ist es dieses da? Ja, das kann er manchmal ganz schön mitnehmen. Sie können da meinen Kopf verstecken. So, Spurensicherung kommt erst morgen. Nein. Kennst du den Galeristen schon? Seit damals. Die Gärten? Das war der erste Auftrag bei Ihnen. Also seit 5 Tagen. Kleine Lisa saß heute im Haus und spielte mit ihrem Spielzeug.
plötzlich kam ein großer Hund. Der war rot, ganz rot. Und seine Augen waren grün und funkelten. Lisa sagte, oh, du armer, armer Hund. Weißt du was? Ich gebe dir was von meinem Brötchen ab. Was meinst du? Was ist los? Ich sitze total in der Scheiße. Du musst es Rainer sagen. Wollte ich ja. Wirklich. Aber dann habe ich doch doppelt verloren. Wir haben uns 1,5 Jahre nicht gesehen. Ich wollte nur mit ihm reden. Er hat hier viel Zeit alleine verbracht, hat über Trennung nachgedacht. Aber dann wäre seine Frau fast getötet worden. Da ist noch etwas. Damals nicht für Sandra entschieden hätte. Da habe ich es ihm erzählt. Jesper ist dein Sohn. Eine Stunde später ist seine Frau tot. Um Jespers wegen. Ich muss bei den Ermittlungen dabei sein. Wir brauchen so schnell wie möglich den Täter, bevor alle Jonas verdächtigen. Stell dir vor, wenn das rauskommt, wie das für Jesper in der Kiste wird. Ich brauche 2 Tage, um klar zu werden und nochmal mit Jonas zu sprechen. Nächste Woche einen schwierigen Prozess vorbereiten und ist ständig in Videokonferenzen und ich... Karin passt auf dich auf. Klar, Karin macht das alles. Karin ist Multitasking. Wir sind noch nicht durch mit dem Thema junge Frau. Sag mal, Karin, hast du gestern noch mit Ellen gesprochen, zufällig? Wieso? Sie war lange raus. Irgendwie geht dir der neue Fall an die Nieren. Weißt du was? Was denn? Was soll ich denn wissen? Weißt, wie sehr ich Ellen mag. Ich würde nur gerne wissen, ob sie das packt. Du, das ist wahrscheinlich schwierig als alleinerziehende Mutter. Gehen wir shoppen? Wir gehen schwimmen im Erlebnispark, hä? Ja. Entschuldigung, ich habe eine Videokonferenz. Karin, kannst du den Tisch abräumen? Ja, na klar. Ich muss auch los. Ja. Bis später. Also, bei einem Promi. Und wenn das schon so lange her ist, musst du ein bisschen mehr eingeben. Hashtag versucht. Was? Mensch, Karin, wie hast du bis jetzt überlebt? Hashtag Gomez, Hashtag Mexiko. Aha. Das erste Mal, als ich von der Mordserie in meine mexikanischen Heimat fuhr, du bist genial. 10 Jahre alt. Meine Rede. Jetzt, über 30 Jahre später, scheint die Welle der Femizide ihren traurigen Höhepunkt zu erreichen. Im Jahr 2019 wurden in Mexiko über 3000... Sag mal deine Stöpsel wieder, ja. Alleine hier, in Ciudad Juárez, 800. Tendenz steigt. Den Ermittlungsbehörden wird Korruption, Inkompetenz und die Einschüchterung von Zeugen vorgeworfen. Sogar das FBI hat sich in die Mordserie eingeschaltet und intensiv ermittelt.
ich erinnere mich, die ARD hat mehrfach darüber berichtet. Man vermutet Organhändler hinter den Taten auf Zwangsprostitution, Frauenhass, Sklaverei. Das Ganze ist höchst widerlich. Ja, das Video hat damals einen regelrechten Online-Hype ausgelöst und wurde millionenfach angeklickt. Allerdings wurde nie geklärt, ob die Schüsse wirklich den Moderatoren galten. Moment mal, Sie wollen mir damit sagen, dass die mexikanische Menschenhandelmafia und die korrupten Behörden dieses juristischen Brachlandes ihre Vendetta hier auf unserer beschaulichen Insel zum blutigen Abschluss gebracht haben? Na, wir müssen der Möglichkeit zumindest nachgehen. Ich meine, 90% aller Morde sind Beziehungstaten. Der Ehemann. Hat er ein Motiv? Ist sein Alibi hieb- und stichfest? Das ist eine gute Idee. Das überprüfen wir. Gut so. Frau Norbert. Hallo. Was? Hallo. Was kann ich für euch tun? Ja, wir würden gern mit euren Mitarbeitern reden. Thomas ist da. Mhm. Und Lisa, glaube ich, hinten im Gewächshaus. Okay. Du, Lisa. Ich, Thomas. Danke. Lisa? Träumst du wieder? Was? Die Polizei will dich sprechen. Promis sind nicht so mein Ding. Man weiß nie, was man sagen soll. Und ich gucke auf die Nachrichten der anderen Moderatorin. Da wollte ich mir jetzt nicht so die Blöße geben. Und Herrn Gomez, den finde ich eh schnöselig. Ist Ihnen da ist dann irgendwas aufgefallen? Haben Sie irgendjemanden gesehen, dass Sie da waren? Nee, mir ist nichts aufgefallen. Ich war hinter den Sträuchern bei der Terrasse, da habe ich meine Augen woanders. Waren Ihnen in 5 Tagen Besucher da? Sie waren doch jeden Tag da. Wenn Sie jemanden gesehen haben, sagen Sie es bitte. Ja. Eine Frau und dann gestern dieser schnieke Typ. Es tut mir so leid. Die Person in der Ecke, die hat uns sogar Kaffee rausgebracht. Können Sie den Besucher näher beschreiben? Sie? Weiß nicht. Blond, attraktiv. So wie Sie. So groß wie Sie, meine ich. Der Mann? Britisch. So ein Monty-Python-Typ mit einer fetten Brille und einem goldenen Bügel. Die haben sich die ganze Zeit über Kunst unterhalten. Und nach dem Feierabend sind Sie dann alle zusammen zur Richtergärtnerei gefahren? Ja. Nee. Mit 2 Autos. Thomas mit der Chefin. Ich habe noch einen Umweg über den Wertstoffhof gemacht. Ich habe das Geröll aus der Pflanzgrube noch weggebracht. Die Quittung dafür hat Frau Hausmann. Ja, dann viel Spaß noch. Was ist so? Ja. Hey, Brauner, komm mal her. Komm mal her. Die Karin muss heute Ferientante spielen. Oh. Ellen? Die in der Gärtnerei sagen, der Galerist war diese Woche 2-mal bei Jonas und Frau Berger. So, wir werden ihn befragen müssen. Lisa! Und ich habe Angst, dass er mich wiedererkennt. Ich zahle dich fürs Arbeiten, nicht fürs Klotzen. Ja, ich komme ja schon. Wir haben doch vor 2 Jahren dieses Trockmann-Bild bei ihm gekauft. Kannst du den Galeristen mal abchecken? Bitte? Ich werde sehen, was ich machen kann. Karin, kommst du jetzt? Ja. Du, wir
spätestens auf dem Weg noch woanders hin. Von hier bis zum Erlebnisball sind doch nur langweilige Sachen. Mach das doch danach. Kann ich nicht, geht wirklich nicht. Wir müssen nochmal über Greifswald. Tut mir wirklich leid. Schwimmen gehen wir morgen, ja? Ganz, ganz fest versprochen. Weißt du was, ich lade dich ins Kino ein. Ja? Popcorn, Cola und Gummibärchen, ja? Dorit, kannst du schon mal bitte die Liste mit den Zeiten und Orten durchgehen? Danke. Ja, und wenn du was nicht lesen kannst, ruf einfach an. Könnten Sie vielleicht... Dorit, kein Problem. Wie heißen Sie? Martens. Martens. Dorit Martens. Bitteschön. Wird Ihnen wahrscheinlich öfter so gehen. Sie haben Ihr Haus um 15 Uhr verlassen und waren dann 3 Stunden weg. Warum waren Sie nicht zu erreichen? Die Chefin der Gärtnerei hat Sie mehrfach angerufen. Wer auch? Ich kannte die Nummer nicht, die auf dem Display war. Sandra und ich wollten hier auf Usedom endlich mal wieder freimachen. Keinen Stress, keine Praktikanten aus der Redaktion, die irgendwas wollen, einfach nur Ruhe. Waren Sie seit dem Schusswechsel vor 3 Jahren noch mal in Mexiko? Ja, ich war einmal im Jahr dort meinen Vater besuchen. Wir vermuten, die Schießerei hatte nichts mit uns zu tun. Es war nur ein Querschläger, aber eine Reise nach Mexiko hätte ich Sandra nach dem Vorfall trotzdem nicht mehr zumuten wollen. Ich muss Sie das jetzt fragen. Gab es Probleme in Ihrer Ehe? Was denn für Probleme? Nein. Wirklich nicht, aber das geht sie auch gar nichts an. Schönen Tag noch. Wir haben eine Aussage, dass eine unbekannte Frau am Tag vor dem Mord in ihrem Haus war. Jemand von der Gärtnerei hat sie reingehen sehen. Wer war diese Frau? Groß, blond, schlank? Keine Ahnung. Sagen Sie es mir. Es war niemand da außer dem Galeristen. Ich weiß es nicht, vielleicht hatte Sandra jemanden zum Tee. Wer könnte das gewesen sein? Also, meine Frau hatte vorgestern Abend Kopfweh. Es zog sich bis gestern. Wahrscheinlich wieder Migräne. Da ist man nicht so redselig. Die wollte in die Badewanne sich hinlegen. Und wie gesagt, ich bin dann einkaufen gewesen. Markt, Weinladen. Und ich war kurz in der Galerie in Greifswald. Stimmt, das wollten wir eigentlich zusammen machen, aber... Aber Sie waren dann alleine dort? Bei Herrn Schwenkers, ja. So, sind wir fertig? Alles klar. Über 20 Händler, aber die wir bisher erreicht haben, die können sich nicht an ihn erinnern. Okay. Die Galerie in Greifswald übernehmen wir. Ich möchte noch mal zum Ferienhaus. Holm fährt eben hin. Der ruft uns an, wenn es was Neues gibt. Ich möchte selbst was überprüfen. In der Gärtnerei gibt es ganz bestimmte Ziersteine und
Die habe ich auch im Garten des Ferienhauses gesehen. Vielleicht finden wir unsere Tatwaffe da. Sag Holm Bescheid. Der vorläufige Bericht der Gerichtsmedizin. Dem Opfer wurde von hinten auf den Kopf geschlagen, mit einem langen, schweren Gegenstand. Als sie dann lag, noch zweimal und das führte wahrscheinlich zum Schädelbruch. Okay. Gut, danke. Okay, ich hol meine Sachen, dann fahren wir los. Ja? Bis Greifwall und zurück und die Befragung dann 3 Stunden rum. Die Tatwaffe ist das Wichtigste, was wir jetzt brauchen. Ich nehme das halt mal in die Hand. Ich fahr zum Haus. Ellen? Gib noch ein paar auf, ja, fürs Kino. Kaufst du mir neue? Ja, da kaufe ich die neue. Natürlich kaufe ich die neue. Nicht anfassen. Das ist alles teuer. Sowas haben wir in der Schule auch mal gemacht. Aus Pappmaché. Sagen Sie, ich suche ein Bild von der Künstlerin Trottmann. Ich habe gehört, Sie haben welche verkauft. Hatte ich. Die Künstlerin ist leider vor 2 Jahren gestorben. Insofern nur noch über den Sammlermarkt. Und können Sie sich vielleicht erinnern, an wen die Bilder gingen? Sag mal. Datenschutz. Sagen Sie mal, sind Sie nicht die Mörderin, deren Haus abgebrannt ist? Ja, ich habe jetzt kein Haus mehr, aber viel Geld von der Versicherung. Und das würde ich gerne in Kunst anlegen. Ich kann bei Gelegenheit meine Kunden fragen, ob jemand verkaufen möchte. Lassen Sie mir Ihre Nummer hier. Die Berger Gomez, sind das eigentlich auch Kunden bei Ihnen? Keine Ahnung. Nein? Aber da gab's doch mal eine Ruhm-Story. Und da haben Sie erwähnt, dass Sie die Künstlerin Trottmann bei sich haben. Was tust du da? Die sind doch ganz schön. Gib das sofort. Ja, das ist... Wo soll man denn hier wissen, was Kunst und was Müll ist? So, jetzt reicht's mir aber. Gehen Sie raus hier. Komm. Kommen Sie wieder, wenn Sie was kaufen möchten. Das tun wir. Tschüss. Was von der Tatwaffe? Nee, aber wir graben quasi den Garten um. Vielleicht war es eine von denen. Genau die gleichen gibt es in der Gärtnerei. Okay, ja, dann machen wir Luminol-Test. Super. Wart ihr schon oben? Nee. Wir müssen noch in den Garten hinten und dann gehen wir hoch. Wann hast du einen Feierabend? Ich meine, wie lange kann ich dich erreichen, wenn es was Neues gibt? Ich frag dich jetzt nicht, ob du mit mir was trinken gehst oder so. Ja, Karin holt Jasper von der Kita ab. So, ich kann heute länger machen. Meld dich einfach. Thank you.
Ins Schwimmbad. Hallo, Papa. Merle wollte shoppen gehen. Es gibt keinen Taschengeldvorschuss. Okay. Ich muss weiter. Wir sehen uns heute Abend. Tschüss. So. Dann fahren wir mal zurück. Nee. So läuft das hier mal gar nicht. Wir gehen jetzt shoppen. Wenn ich heute Abend kein cooles neues Shirt vorweisen kann, komm mir den Papa doch sofort, dass du ihn angelogen hast. Komm jetzt. Ja, nach Berger gefragt. Was ist denn da los? Alles klar. Ja, ich melde mich wieder bei Ihnen. Wiederhören. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie der Eigentümer der Galerie? Schwenkers, Guido. Wofür interessieren Sie sich? Für eine Ihrer Kundinnen, Frau Sandra Berger. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Frau Berger Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Was soll das heißen? Dass wir sie tot aufgefunden haben. Aber ich vergesse noch bei ihr. Oh Gott. Sagst du nicht Tschüss? Entschuldigung, ich wollte nicht zum Rad treten. Der Luminol-Test war negativ. Und wenn wir noch was finden, was für eine Tatwaffe aussieht, dann rufe ich gleich an. Alles okay? Ja. Bis gleich im Präsidium. Kennen Sie sich besser? Wir haben noch gestern geredet. So, über Kunst und die Insel. Die Nachrichten. Die Berger Gomez sind seit 3 Jahren Kunden bei mir. Seit sie ihr Ferienhaus auf Usedom haben. Waren Sie öfter bei Ihnen im Ferienhaus? Ich berate meine Kunden, welche Objekte in ihr Ambiente passen. Letzte Woche waren Sie 2-mal dort. Ja, es gab ein Problem mit einem Objekt. Mit einem Objekt? Eine Skulptur, die das Ehepaar hier gekauft hat, wurde beim Transport beschädigt. Wo ist diese Skulptur jetzt? Herr Gomez hat sie gestern Nachmittag gebracht. Wann genau? Kurz bevor ich abgeschlossen habe. So, 17:30. Ich würde sie gerne sehen. Wie? Jetzt? Ja, bitte. Hat deine Tochter das im Handarbeiten gemacht? 2.800 Euro. Bringst du es gleich in die Spurensicherung? Bin gespannt, wie lange die diesmal brauchen. Du glaubst ernsthaft, dass Gomez damit seine Frau erschlägt und es dann zurück zu seinem Galeristen bringt? Wie sieht's denn aus mit seinem Alibi? Also auf dem Markt hat ihn niemand gesehen. Also gute 45 unbestätigte Minuten. Dorit, wolltest du nicht in die Forensik?
Oh. Eher dicken Bauch und muss immer ein dickes Gesicht machen. Ganz fein. Und da ist die Mama. Hallo. Die Mama, hallo. So. Mach ganz dick, mach ganz dick. Ja. Wir wollen noch mal ein Keks essen. Ja, wir gehen noch mal einen Keks essen. Alles okay? Ja. Alle fest. Und bei mir? Den hast auch? Du noch eine Stunde? Ich ahne Böses. Ich muss zu ihm. Mit dem Regen und sein privates Handy bringen. Weißt du, was du musst? Du musst hier mit deinem Sohn diese Kekse hier verzieren. Siehst du, du hast genug zu tun. Und ich werde nicht weiter zusehen, wie du deine Karriere an die Wand fährst. Gib mir mal das Handy. Gib das Handy. Bis bald, mein Süßer. Tschüss. Komm gleich wieder. Hallo. Sagen, nur weil Ellen ihnen vertraut. Kommt die Frage von ihr? Die Frage wird die Polizei ihnen sowieso stellen. Und einem gut aussehenden Promi, dem mag man so eine Affäre ja verzeihen. Aber einer ermittelnden Kommissarin, der wird es das Knick brechen. Es gab keine anderen Frauen. Ich werde erpresst. Oder jemand macht die Sache publik. Wie? Da weiß jemand, dass Jesper ihr Sohn ist? Keine Ahnung. Aber jemand weiß von Ellen und unserer Affäre. Zeigen Sie das an. Nein. Wie soll ich in die Dienststelle marschieren und Ellens Kollegen sagen, jemand erpresst mich, weil ich mit eurer Superermittlerin geschlafen habe? Fremdgegangen, während jemand meiner Frau den Schädel eingeschlagen hat. Nein, ich zahle natürlich. Wer ist es? Dann denken Sie nach. Schon wegen Ellen. Vielleicht jemand aus der Gärtnerei. Die arbeiten ja seit 5 Tagen bei uns rund ums Haus. Am Namen? Weiß ich nicht. Die Mitarbeiter eben. Gut, ich schau mir die mal an. Ich gehe jetzt. Und ich bitte Sie sehr, wenn noch mal sowas kommt, informieren Sie bitte mich, ja? Dem Polizeipräsidium. Es hat eine Explosion in den Medien gegeben. Alle berichten über das schreckliche Gewaltverbrechen an der bekannten Nachrichtensprecherin Sandra Berger, getötet auf der Insel Usedom. Und da kommt schon meine erste Person of Interest. Frau Kommissarin Norgard, wie geht es Ihnen? Gibt es neue Erkenntnisse zu den Todesumständen von Frau Berger? Herr Gomez, was sagen Sie zu der Sache?
Hallo? Herr Baum, sind Sie hier auf einem Polizeigelände? Hier werden keine Aufnahmen gemacht. Wissen Sie was? Rufen Sie mich nie wieder an. Der sieht schon ziemlich gut aus, weißt du nicht? Komplett zur Befragung. Sein Alibi hat ein Loch so groß wie Usedom. Machst du die Befragung? Ich will, dass wir das zusammen machen. Und Ellen, ich will, dass du den so richtig nackt machst. Befragung Jonas Gomez in der Mordsache Bergham. Am Dienstag, 18.02. 8.45 Uhr. Anwesende, Herr Gomez, Frau Norgard, Herr Witt. Sie haben uns gesagt, dass Sie in der Zeit von 15 Uhr bis ungefähr 16.30 Uhr zum Markt gefahren sind, dort eingekauft haben und danach zum Weinladen fuhren. Richtig. Leider hat Sie auf dem Markt niemanden gesehen. Tja, ich hatte keine Lust, ständig angesprochen zu werden. Es gibt Videoüberwachung im Eingangsbereich des Marktgeländes. Wir überprüfen das. Rainer, kommst du raus, dringend. Gut, wir müssen Sie trotzdem erkennungsdienstlich erfassen. Ellen? Ja. Die Befragung wird unterbrochen. Auf dem Markt. Dann hast du eine fette Lücke in deinem Alibi. Soll ich mir etwa sagen, dass ich in der Tiefgarage war? Das waren 30 Minuten. Wo warst du die westlichen Zeit? Ich versuche uns beide heil durch diese Sache zu bringen. Ich muss es sagen, Jonas. Ich kann meine Kollegen nicht mehr anlügen. Das wäre alles aus für meine Karriere. Es geht hier auch um meine Karriere. Was verschweigst du? Was ich verschweige? Du hast mir 9 Monate Schwangerschaft und 2 Jahre lang verschwiegen, dass ich ein Kind habe. Ich wollte eine Familie. Aber nicht so. Ich will ihn sehen. Strand, alleine. Mir hat es die Füße weggezogen, dass ich Vater bin. Ich musste erst mal runterkommen, bevor ich Sandra wiedersehe. Du musst meinen Kontakt von deinem privaten Handy löschen und die Anrufsliste und auch die SMS von mir. Aber richtig. Dann sagst du es nicht. Gibt es noch irgendetwas, was ich wissen muss? Zum Beispiel, dass du erpresst wirst.
Das hat es dir gesagt. Ja, natürlich. Wer auch immer es ist, derjenige hat mich gerade angerufen. Verzerrte Stimme. Ich soll ein Interview bei Noel Noir geben. Und wenn ich bereit bin zu zahlen, soll ich sagen, dass ich alles tun würde, um Sandra zurückzubekommen. Herr Gomez. Sie können vorläufig gehen. Bleiben Sie auf Usedom und erreichbar. Sonja, jetzt habe ich eine Überraschung für dich. So, es ist soweit. Das ist meine Kollegin, Kriminalhauptkommissarin Norgard. Das ist der Galerist, Herr Schwenkers. Grüße Sie. Nehmen Sie Platz, bitte. Mit einem Beat. Ganz für dich allein. Wir sind doch nur in der Gärtnerei, weil du wieder Kommissarin spielst. Bitte? Na, du hilfst Ellen bei irgendwas und ich soll dich unverdächtig machen. Weißt du, so ein eigenes Beat, das könntest du selber bepflanzen, wie du willst. Okay, das könnte Porno sein. Porno? Ja, Porno. Jetzt chill mal. Das sagen alle in der Schule. Ah. Komm. Oh, ne. Ja. Gomez hat eine Affäre. Mit wem? Sie waren nur einmal zusammen bei mir in der Galerie. Und da war es offensichtlich. Vielleicht waren die beiden nur befreundet. Hätte ich jedes Mal ein Bild verkauft, wenn er ihr in den Hintern gefasst hat, hätte ich für den Rest des Jahres Urlaub machen können. Excuse my language. Wann war das? Schätze, vor 2 Jahren. Würden Sie sie wiedererkennen? Naja. Hübsch und blond sind viele. Warum erinnern Sie sich da so gut? Fummelei in der Galerie habe ich nicht jeden Tag. Und ich verkaufe auch nicht jeden Tag so ein teures Bild. Toll. 5.500 Euro. Damals. Ein Traummann. Haben Sie ein Foto von dem Bild? Ja, habe ich. Solange wir den Auftrag nicht zu Ende machen können, kann ich dich nicht weiter beschäftigen. Ich rufe dich an, wenn wir wieder aufs Grundstück dürfen. So eine Scheiße, echt. Es tut mir leid. Ja. Die Woche kannst du noch bleiben. Dann bete, dass Gomez uns den Auftrag fertig machen lässt. Aber meine ganzen Skizzen hier für die Bete und die Ranke, da haben sie gerne genommen, wa? Na und? Wozu warst du auf der Kunsthochschule? Keine Ahnung vom Leben, echt. Hallo? Ich bräuchte mal eine Beratung. Ich bin mehr fürs Grobe zuständig. Beratung macht Lisa. Lisa? Ja? Kommst du mal bitte? Ja, vielen Dank. Und da ist unser Mordmotiv. Eine Geliebte von vor 2 Jahren? Na, wer sagt denn, dass es vorbei ist? Ja, wer sagt, dass es noch läuft? Das ist vielleicht ein bisschen viel Zufall. Er ist rund ums Jahr in Hamburg. Und hier auf Usedom wird seine Frau umgebracht, während er mit einer anderen durch die Betten hüpft. Ui. Gibt's Neuigkeiten? Wie man's nimmt. Das ist toll. Nee, das ist zu groß. Das kriege ich ja gar nicht auf die Ladefläche. Hallo. Aber das doch vielleicht, ha? Das ist doch hübsch. Das nimmt man für Gemüse. Ich sehe Gänseblümchen und Pusteblumen am Pflanzen. Das ist so Unkraut. Aber mir gefällt's. Dann kümmern wir uns mal um das schönste Bild der Saison. Und den. Und den. Und das. Und das. Entschuldigen Sie, aber ich habe gerade das Streitgespräch da mitgekriegt. Geht's der Gärtnerei nicht gut? Ich hoffe. Danke. Lisa.
gesagt, Kippe aus. Ich kann es nicht lassen. Mein Auftrag ist geplatzt. Dazu noch ein großer bei wichtigen Leuten. Solche Leute sind ja anscheinend wichtiger als ihre Angestellten. Hm. Warum arbeiten Sie hier? Ist nur vorübergehend. Eigentlich würde ich lieber malen. Hm. Ja, und im Winter gibt es auch wenig andere Jobs. Naja, wenn die Saison erstmal losgeht, dann gibt es die wie Sand am Meer. Dann kommt der Sommer und der spült die ganzen Leute mit Geld an den Strand. Armin, komm mal! Tja, ich muss dann mal. Ja. Der ist toll. Ja, der ist toll. Und? Den will ich auch haben. Wie, den willst du auch haben? Du willst das Bild und das? Bitte. Herr Gomez, wie geht es Ihnen? Ich vermisse meine Frau. Ich würde alles tun. Tut mir leid, ich kann das nicht. Herr Gomez! Herr Gomez! Vögelt ihr eine andere? Wie kann man denn Sandra Berger betrügen? Wir suchen immer noch die blonde Frau, die im Haus war. Vielleicht ist das die Geliebte. Vielleicht hat die Geliebte Frau Berger von der Affäre erzählt. Und die wiederum wollte alles öffentlich machen. Und ihn aus der Sendung rauskicken. Und zack, Mr. Nachrichten dreht durch. Das ist aber eine vage Mutmaßung. Vielleicht war er vor dem Mord bei ihr. An der Spuren auf der Hose. Hat Frau Berger das gemerkt? Hat die KTU das überprüft? Ist da DNA auf der Hose, mit der er nicht verheiratet ist? Oh, Kekse. Kann ich einen haben? Mhm. Hier, hat man das schon gesehen? Ich würde alles tun. Oh, Kekse. So ein dämliches Interview. Wir können in den Tagesthemen über den Mord sprechen. Das war jetzt natürlich sehr überraschend und auch enttäuschend, dass Herr Gomez das Interview so abgebrochen hat. Stattdessen redet er mit dieser komischen Noelle Noir, die keine Ahnung, 13,5 Follower hat. Also, die Anruflisten auf dem Handy der Toten haben nichts ergeben und auch in den E-Mails gab es keine Anhaltspunkte, dass sie irgendwen erwartet hätte. Allerdings zwei Tage vor ihrem Tod hatte sie einen Termin in einem Museum mit einer Frau Grau. Es ging um eine Leihgabe. Vielleicht ist das ja die Geliebte. Finden wir die Geliebte? Ja. Und morgen werden wir uns nochmal mit diesem Jonas Gomez unterhalten. Also, bestell den für morgen früh ein. Machst du das? Mach du das.
Vorsicht, guck mal. Wie machst du das alleine? Ich meine, ich hätte irgendwie... Was? Weiß nicht. Ich... einen Dauerauftrag für Alimente einrichten können? Einmal im Jahr heimlich zu Besuch kommen können? Päckchen zu Weihnachten und zum Geburtstag schenken? Nein, das ist nicht fair. Gab es noch andere? Sag mal, warum ist das in der Tiefgarage passiert, wenn du mich für so scheiße hältst? Du glaubst, ich habe ständig Affären? Wäre nicht für mein Kind da? Könnte meine Frau den Schädel einschlagen? Ich meine, warum sagst du das nicht alles deinen Kollegen? Glaubst du, dass ich es war? Nein, natürlich nicht. Sag mal, seid ihr völlig verrückt geworden? Dann könnt ihr Jesper ja gleich ein Bällebad abgeben und euch von der Presse fotografieren lassen, wie ihr euch gemeinsam Bett kauft, oder wie? Bällebad! Mann, du! Bällebad! Ha, Bällebad. Danke, dass ich ihn sehen durfte. Frau Grau, hier ist nochmal Eleanor Gard. Ich hatte Ihnen schon eine E-Mail geschrieben. Es geht um Ihren Termin mit Frau Berger. Bitte rufen Sie mich umgehend an. Alles. Geben Sie es uns freiwillig oder soll Dr. Brunner einen Beschluss erwirken?
habe eben noch der Frau vom Museum geschrieben. Ellen? Kennst du Jonas Gomez privat? In mein Büro an. Denn das lässt natürlich den Tod von Sandra Berger in einem ganz neuen Licht erscheinen. Bleiben Sie dran, wenn es heißt, Noel Noir hält Sie auf dem Laufenden. Eine sichere Quelle. Die Affäre läuft noch. Warum erfahre ich das von dieser Hobby-Journalistin und nicht von meinen Ermittlern? Bislang ist es eine unbestätigte Aussage des Galeristen. Wir sind im Begriff, Herrn Gomez dazu zu vernehmen. Ein glasklares Hauptmotiv. Eine Lücke im Alibi. Eine Geliebte, die ebenfalls ein Motiv hätte. Ja, bitte. Bravo. Die ist jetzt aufgeschreckt. Und vielleicht schon über alle Berge. Wir unterrichten Sie, sobald wir die Befragung beendet haben. Der Tatzeitraum konnte auf 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr eingegrenzt werden. Ja. Genau da kann niemand bezeugen, wo er war. Und dazu vernehmen wir jetzt Herrn Gomez. Bitte. Er war es nicht. Noch irgendetwas Richtungsweisendes, was mir so Häppchen für Häppchen präsentiert wird? Er war mit mir zusammen. Habe ich was nicht mitbekommen? Da hast du den Raser verhört. Ich habe Jonas Gomez in der Pause von 15.23 Uhr bis 15.52 Uhr getroffen. Was? Ich bin die Affäre. Ja, falls es DNA aus seiner Kleidung gibt, dann ist es meine. Verstehe ich das richtig? Du hast in dein Büro eine Nummer geschoben? Nee, wir waren gegenüber. In der Tiefgarage. Fahrzeit von hier bis zum Haus sind 15 bis 20 Minuten. Er hat also auf jeden Fall ein Alibi bis 16.07 Uhr, vielleicht 16.12 Uhr. Und dann hätte er noch 3 Minuten gehabt, um sie in dem Zeitfenster umzubringen, das der Gerichtsmediziner angegeben hat. Ja. Ernsthaft jetzt? Tiefgarage? Warum hat er sie nicht gleich auf dem Klo gebumst? Frau Martens. Thank you.
nicht mehr rein. Du, wir wollen uns nur entschuldigen. Hm? Versprochen. Komm. Ja, Ellen? Ich bin raus. Tust du mir einen Gefallen? Ich hab das Museum angeschrieben, meine Frau Grau, und sie haben mit der Toten gesagt. Kannst du mal gucken, ob dir etwas rausfindest? Mir glaubt ja jetzt keiner mehr. Ich will dir nicht noch mehr Schwierigkeiten machen. Und Rainer ist objektiv, der geht jeder Spur nach. Alles wird dich jetzt erstmal auf mich konzentrieren. Du weißt doch, wie es läuft. Bitte. Jonas Karriere steht auf dem Spiel und stell dir vor, sie behalten mich hier. Was ist denn mit dir? Was? Bitte, Karin. Dann schick mir die Nummer von dieser Grau. Karin, komm mal. Was? Das sind doch die Bilder aus der Mappe. Sushi. Große Platte. Sushi? Boah. Essen das heute Kinder aus München? Na gut. Dann Sushi. Große Platte. Hol alles raus, was bunt ist hier, ja? Und dann will ich auch noch einen Vanillemilchshake. Okay. Los. Warum hast du nichts gesagt? Er ist der Vater von Jesper. Aber Jonas weiß es erst seit ein paar Tagen. Wir hatten 1,5 Jahre keinen Kontakt. Wusste seine Frau von eurer Affäre? Ich glaube nicht. Wir hatten es eigentlich vor 1,5 Jahren beendet. Und ja, wir haben nie wirklich über mehr gesprochen. Ihr wart eine halbe Stunde in der Tiefgarage. Worüber habt ihr noch gesprochen? Wir haben nicht so viel geredet. Ihr habt 30 Minuten nur... Ja, wir haben uns angesehen. Verliebt angesehen. Er wird erpresst. Wegen mir. Von wem? Ich glaube, der Galerist hat mich wiedererkannt. Und Jonas meint, ein Gärtner könnte ihn belauscht haben. Wir müssen dem nachgehen. Ellen. Was? Es gibt kein Wir mehr. Was Sie mit Frau Berger gesprochen haben. Wer erpresst Sie? Ich wüsste nicht, wer es außer Herrn Schwenker sein könnte. Zuerst wollte ich zahlen, um Ellen zu schützen, damit sie ihre Stelle nicht verliert. Ja, und Sie nicht Ihren guten Ruf. Ja. Ich
bin es gewohnt, Dinge nach außen geheim zu halten. Mein Privatleben abzuschirmen, mein Beruf bringt es so mit sich, verstehen Sie? Aber dass ich Vater bin, dass es da plötzlich auch um das Leben eines Kindes geht, das hat mich umgehauen. Entschuldigung, ich... Karin, ich kann jetzt nicht. Hör mal einen Augenblick zu. Diese Frau Grau vom Museum, die hat gesagt, sie wollte sich vor kurzem ein Bild von der Sandra Berger leihen. Das ist mindestens 30.000 wert. Sie hat es sich angeguckt und die Echtheit geprüft. In dieser Retrospektive kommen nur ganz besondere Bilder. Das heißt, die werden dadurch geadelt. Wann wurde die Echtheit bestätigt? Ja, damals beim Kauf von Schwenkers und jetzt vor ein paar Tagen von dieser Museumsfrau. So, du meinst, jemand hat es vielleicht nur auf das Bild abgesehen? Tja. Herr Kommissar, ich würde gerne mit Ihnen in Ihr Ferienhaus. Ja, jetzt gleich. Ich erkläre nur unterwegs, worum es geht, ja? Ich dachte, die Spurensicherung geht sorgsam mit den Sachen hier um. Es war Ihr Lieblingsbild. Warten Sie. Darf ich mal? Haben Sie das Bild neu rahmen lassen? Nein, das hängt da seit 3 Jahren. Fünf Leute, von denen wir wissen, die in ihrem Haus waren. Der Galerist Schwenkers, Frau Grau vom Museum, die Chefin der Gärtnerei, Britta Hausmann, Herr Werner, Angestellter und Lisa Bock, eine Aushilfskraft dort. Aber von denen bringt doch niemand meine Frau um. Hallo. Hallo. Ich suche Lisa. Frau Bock? Ja? Die sollte nicht gekommen. Oh, das ist ja doof. Was genau wollen Sie dann von ihr? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Schwenkers hat mich erpresst, das glaube ich nach wie vor. Aber Sandra erschlagen? Das Bild ist eine sehr gelungene Fälschung. Es in dem Rahmen auszutauschen, ging vermutlich sehr schnell. Meine Frau kam aus der Badewanne, hat was gehört und hat den Täter überrascht. Dann kommen Sie doch morgen wieder. Bisschen doof. Wissen Sie, die Kleine ist nur in den Ferien hier und die macht einen Druck und die muss das irgendwie Pubertät, ne? Was können Sie mir noch über den Galeristen Schwenkers erzählen? Dass Schwenkers Cornelia Truppmann entdeckt hat, das war sein goldenes Los. Damit hätte er richtig Geld verdient, aber seitdem sie tot ist, glaube ich nicht, dass er noch viel verkauft. Frau Bock wohnt in dieser Kleingartenkolonie am Strand. Ach so. Wenn Sie sie finden, dann sagen Sie doch, dass ich sie morgen erwarte. Das mache ich. Vielen Dank. Was können Sie mir zu der Gärtnerei Hausmann erzählen? Hatten Sie die schon mal engagiert? Nein, zum ersten Mal. Es war eine Empfehlung von Schwenkers. Hände weg von den Medienleuten. Ja, sag ich doch. Herr Gomez! Also, die Gärtnerei. Thomas Werner arbeitet seit Jahren in der Gärtnerei eher unverdächtig.
Die Gärtnerei läuft wohl ziemlich gut. Chefin hat keine finanziellen Schwierigkeiten. Dann Lisa Borg. Eigentlich Anna-Lisa Borg, 28, aus Greifswald. Greifswald. War sie dort auf der Kunsthochschule? Anna-Lisa. Ich habe mit der Hochschule telefoniert. Der Schwenkers unterrichtet da so als Gastdozent blockweise. Und Lisa, also Anna-Lisa Borg, waren sie am Kurs. Und sie hat eine Mappe mit Bildern bei ihm in der Galerie. Sie ist von der Schule geflogen? Weil, sie hat kurz über Zwischenprüfung ein Bild abgegeben, das war eine Kopie von einem eher unbekannten amerikanischen Künstler. Ziemlich perfekt. Aber eben eine Kopie. Na dann, fahr ich da mal hin. Gut gemacht. Hallo. Schön hier. Traumhaft. Ein Blick. Oh, was haben Sie denn da gemacht? Das ist nur ein Splitter. Wie ist denn das passiert? An einem Rahmengitter. Oder Bilderrahmen. Sie können wirklich richtig gut malen. Ich habe Ihre Aquarelle gesehen bei Schwenkers. Mit Ihrem Kürzel. AB. Er hat mir eine Ausstellung im Sommer versprochen. Wenn die Sonne die Touristen mit Geld an den Strand spült? Ja. Das wäre meine Chance gewesen. Sah das der Galerist auch so? Er hat gesagt, ich könnte mich mit dem Bild beweisen. Er meinte, er würde mir 5.000 Euro geben für die genaue Kopie und den Austausch. Das erste Bild, das mir richtig gut gelungen ist. Schwenkers meinte, die Berger Gomez seien solche Dilettanten, die hätten niemals gemerkt, dass es eine Fälschung ist. Es würde kein Fälschung. Warum sind Sie eigentlich ins Haus gegangen, als die Frau da war? Schwenkers hatte mit den beiden einen Termin in der Galerie und hat mir gesagt, wann genau ich in das Haus kann. Ah! Und dann plötzlich. Was soll das denn? Spinnst du? Was machst du hier drin? Steht Frau Berger da. Die Polizei. Hallo? Ich weiß nichts mehr davon. Irgendwie bin ich dann. Als ich dann zu mir kam, irgendwie war ich dann im Auto auf dem Weg zum Wertstoffhof und ich. Keine Ahnung. Diesen scheiß Stein wollte ich eigentlich nur wieder mit rausnehmen. Ich wollte doch nicht. Wie Glück. Was? Sie können nicht glücklich werden, wenn Sie versuchen, eine Kopie zu sein. Wo ist das Zitronenbild? Schwenkers hat vor einer Woche Beet bei uns gekauft, ein Rankgitter. Und da haben Sie es reingetan? Warum so kompliziert? Was ist das denn? Herr Schwenkers, die Show können Sie sich sparen. Es sollte keinen direkten Kontakt zwischen uns geben. Abführen den Herrn. Er wollte nicht mit mir gesehen werden. Jetzt zum Bahnhof. Ja. Wo soll denn eigentlich dieses Wunderbeet jetzt hin? Ich will doch keins mehr. Na, ich will reiten lernen. Ach so. Na gut, Karin. Dann tschüss. Gute Fahrt. Danke. Kommst du, Merle? Tschüss. Bis gleich. Komm her.
Scheiße! Oh nee. Scheiße! Dieser Köter, der muss hier weg! Das bringt Glück! Ist ein Taschentuch? Nee, das ist nicht. Oh, das stinkt. Dermaßen ekelhaft. Ich zieh mir neue Schuhe an. Tschüss. Und wie lange bleibst du in Dänemark? Eine Weile. Ich muss mich mal richtig ordnen. Ja, ich auch. Kommst du uns mal besuchen?